Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie die spirituelle Gemeinschaft die Menschheit vereinen wird. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 9. März 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir freuen uns sehr über die Fortschritte, die wir bei euch allen sehen, wenn ihr weiterhin die verschiedenen Möglichkeiten der Bewusstseinserweiterung auslotet. Dies ist eine Zeit, in der es auf der Erde mehr erwachte Seelen gibt als je zuvor in eurer Menschheitsgeschichte. Und deshalb habt ihr mehr Suchende. Ihr habt mehr Möglichkeiten zu suchen. Es gibt mehr Nachforschungen aus einer Vielzahl von Gründen, aber das Endergebnis ist der wichtige Teil. Ihr wächst und expandiert als menschliches Kollektiv. Ihr kommt dahin, wo ihr hingehen müsst, und einige von euch tun das auf eine Art und Weise, die ihr nie erwartet hättet. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die verschiedenen Möglichkeiten, die andere Menschen haben, ihr Bewusstsein zu erweitern, respektiert. Und ihr müsst auch entscheiden, ob etwas für euch richtig ist oder nicht. Nicht jeder Prozess, jeder Rückzug oder jede Annäherung an die Spiritualität wird euch als Individuum ansprechen, auch wenn es etwas sein mag, das für euren besten Freund, eure Schwester, euren Vater oder jemand anderen, dem ihr in eurem Leben nahesteht, funktioniert. Der erste Schritt zu einem einheitlichen menschlichen Kollektiv besteht darin, die verschiedenen Wege zu respektieren, die die verschiedenen Menschen gehen. Ihr habt in der gesamten Menschheitsgeschichte gesehen, wie schlecht die Menschen traditionell die religiösen Überzeugungen derjenigen akzeptiert haben, die nicht genau wie sie sind. Ihr habt die Kriege, die Inquisitionen und die zerbrochenen Familien gesehen, die daraus resultierten, dass man die religiösen Überzeugungen, Sitten und Moralvorstellungen anderer Menschen nicht akzeptiert hat. Als New Age-Gemeinschaft laden wir euch ein, dem Rest der Welt zu zeigen, dass ihr die Wege eurer spirituell wachen Mitmenschen respektieren und akzeptieren könnt. Zeigt, dass es möglich ist, dass es getan werden kann und dass ihr es tatsächlich tut. Und ihr könnt auch euch selbst in diesen Prozess des Erwachens, eures Bewusstseins und des Aufstiegs in die fünfte Dimension akzeptieren. Akzeptiert, wo ihr seid. Akzeptiert, dass ihr keine Lust habt, zu diesem Vollmond-Trommelkreis zu gehen und dass es euch nicht schlecht darin macht, spirituell zu sein. Akzeptiert, dass ihr nur ein paar eurer spirituellen Gaben erweckt habt und dass ihr nicht immer so viel Mitgefühl empfindet, wie ihr es gerne würdet. Wenn ihr euch selbst auf euren eigenen Weg akzeptiert, wird es viel leichter sein, die Wege der anderen erwachten Seelen zu akzeptieren, denen ihr in eurem Leben begegnet. Und wenn ihr euch als spirituelle Gemeinschaft vereinigen könnt, werdet ihr die Aufmerksamkeit derer erhalten, die sich darum gestritten haben, wer innerhalb des Teils der Bevölkerung, der an die eine oder andere Religion glaubt, Recht hat. Und dieses Bevölkerungssegment zu akzeptieren, ist auch etwas, was die spirituelle Gemeinschaft tun muss, um die Führer zu sein, von denen ihr wisst, dass ihr sie seid. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.